Moin zusammen, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beat the Beast Presents Crackpack. Ich stand letzte Folge am Ende hier vor dem Netterportal und habe irgendwas versprochen, dass ich das machen werde, aber ich weiß es nicht mehr. Super, ne? Dann würde ich einfach mal sagen, gucke ich mich hier mal um, weil ich habe jetzt auch, war jetzt schon eine Weile nicht mehr drauf und habe die letzten ein, zwei Tage kein Video hochgeladen. Und habe auch keinen wirklichen Durchblick mehr, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Aber ich glaube, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte diese Blast Bricks hier machen. Dafür brauchen wir Blaze Powder. Nein, Bricks brauchen wir auch. Blaze Powder sollten wir entweder aus dieser Wüstenpflanze machen, an die wir bald nicht rankommen, aus dem Nether holen. Eventuell von den Bienen da unten holen halt noch. Und sonst gab es da Fluid Transposer. Genau. Dann brauchen wir nur Glowstone. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Jetzt brauche ich nur noch ein Ding. Das ist hier schon wieder voll. Ich mache jetzt ein Dach drüber. So. Ja. Dann funktioniert das hier wieder. Ohne dass da die ganze Zeit irgendwas reinfliegt. Ich hoffe, wir können den Redstone hier in das Meltery einschmelzen, dann in den Eimer rauslassen. Und ja, das dann halt irgendwie in den Fluid Transposer rein und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So. Gut. Fluid Transposer. Jetzt nicht unbedingt den mit dem höchsten Maschinenframe, dem einfachen. Auch eine Copper, Redstone, Gold, Eisen. Glas. Night. Eine der Sachen, die ich so richtig liebe an Minecraft. Schnee. So. Wie viel Sand brauchen wir? Haben. 4, 5, 6. So. Jetzt mal erstmal nur 6 durch. Ja. Das Essen. Okay. Was wollen wir da eigentlich machen? Keine Ahnung. Ja. Es ist auch schon wieder Nacht. Gehe ich am besten mal schlafen. Wenn ich noch wüsste, wo mein Bett wäre. War alles schon wieder vergessen, seit ich das letzte Mal hier auf dem Server war. So. Anfangen mit dem Machine Frame. Brauchen wir ein Tin Gear. 2 Tin, 1, 2, 3, 4. Ein Eisen. Wir brauchen ein Gold, 2 Redstone. Waren das, glaube ich, für das Teil in der Mitte? Das ist da unten in der Mitte, das hier. Genau. Dann. Sehr schön. Dann brauchen wir dafür noch Eisen. 4 Stück, sehr schön. Dann können wir mal das Machine Frame hier machen. Perfekt. Dann brauchen wir noch 2 Copper Gears. Wir haben noch genug Copper. Was aber irgendwie gerade nicht so aussieht. Das heißt, wir müssten jetzt farmen gehen. Ich aber irgendwie gerade keinen Bock habe. Aber perfekt. Da warte ich lieber. Ein Eimer brauchen wir noch. Oh, das geht genau auf mit dem Eisen. So. Was ist dann noch fürs Gear? Das können wir mal mit Eisen auffüllen. Da müsste eigentlich recht schnell schmelzen, wenn es so realitätsgerichtet wäre. Was es auch teilweise ist. Naja. Man kann ja nicht alles von den Entwicklern erwarten. Ja. 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 Ja.
fuck, ich brauche 2 Kappelgears. Gut, wird ja gleich Eisen produziert. Ich glaube, ich mache mal das ganze Redstone hier außen rum wieder weg und hoffe, dass das dann trotzdem noch geht. Werden wir ja gleich sehen. Oder ob ich dann wieder da eine Redstone-Leitung einmal komplett außen rum legen muss. Was ein bisschen nervig wäre. Yubi's Head. Ja. Bin ich eigentlich schon gestorben. 2-mal, glaube ich. Ja. Mir auch mal. Nicht euer Ernst. Die Köpfe schmeiße ich irgendwann weg. Roten Kappel. Und es geht nicht. Schönen Dank auch. Ach so, deswegen geht's nicht. Warum ist das Zeug da drinne? Muss ich das jetzt verstehen? Oh. Ernst jetzt? Muss von da oben angesteuert werden. Oder was? Ja, leck mich. Danke. Dann würde ich jetzt noch ausprobieren, ob es auch von hier aus geht. Ja, so geht's. Wenn ich hier einfach nur so einen Block hinmache, dann geht's auch. Wenn ich den Block hier weglasse, dann geht's auch. Lol. Das soll meiner verstehen. Ich tue es jedenfalls nicht. Ja, das benötigte Eisen. Fertig. So. Das andere Kabelgear bitte. Genau. Perfekt. Fluid Transposer. Soll ich bloß mal die gesamten Maschinen hier alle umsetzen, ohne sie möglichst kaputt zu machen. So. Lebt noch. Lebt noch. Lebt noch, lebt noch. Sehr schön. Dann kommt der Fluid Transposer hier unten hin. Mach erstmal alle Slots zu. Das hier hin, das hier hin. Das dahin. Nein, nicht da oben. Dann müssen wir wohl zuerst den Survivalist Generator setzen und dann den hier da so oben drauf. Perfekt. Jetzt werden die alle schön mit Strom gefüttert. Und der hat gleich keinen Strom mehr. Dann schmeiße ich da einfach eine Kohle rein. Eine sollte da ja reichen. So. Jetzt schmelze ich hier mal erstmal ein Redstone ein. Oh fuck, ich hoffe das geht. Weil ich hatte schon des Öfteren mal das Problem, dass das nicht funktioniert, das hat so einfach hängen geblieben. Das geht sogar recht schnell. Aber wir brauchen 1000 Millibuckets. Hier schon mal einen Eimer rein. Ah, wahrscheinlich wird dann wieder nicht aufgefüllt. Wird er hier aufgefüllt? Keine Ahnung. Ich blick das nicht. Weil direkt rausnehmen kann man es ja, soweit ich weiß, auch nicht. Oh, noch mehr Redstone. Ja. Wirklich mehr. So. Kann man es dann einfach hier so rausnehmen? Oh, keine Ahnung. Liquid Redstone. 576 Millibuckets. Warum geht das nicht? Ja, ich würde hier an der Stelle einfach mal einen kurzen Cut setzen und googeln, ob das überhaupt funktioniert. Bis gleich. Tschö. So, ich habe jetzt nichts Genaues rausgefunden, aber ich, so ungefähr, ich glaube, wir brauchen einen Tank. Da hat es bloß ein paar arg viele. Und ich weiß nicht genau welchen. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir einen von
das Meltery brauchen. Irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, nicht der richtige. Irgendein von Tinker's Construct. Wow, danke für die ganzen Tools. Die brauche ich jetzt aber eigentlich alle gar nicht. Wow, super. Hab ich immer noch nicht gefunden, was ich eigentlich gesucht habe. Ja, irgendwie. Seared Glass. Seared Window. Seared Glass, da kann man nämlich, soweit ich weiß, auch Zeug reinfüllen. Ich habe da jetzt eine Idee. Muss ich aber erstmal ausprobieren. Habe ich viel Seared Bricks früher. Wie man das erstmal aus. Das dauert jetzt mal wieder zum Einschmelzen. Weil so bekommt man es ja irgendwie nicht raus. Irgendwie gar nicht. Weil hier kann man es herausnehmen. Meine Idee ist, dass man das irgendwie abfüllt in diese Tanks. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber irgendwie sollte es vielleicht möglich sein. Irgendwie einen Tank zum Beispiel drunter stellt oder sowas. Mal schauen, sobald der Cobblestone durch ist. Währenddessen gehe ich erst nochmal schlafen. So schnell wird es zwar nicht gehen, aber ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Schon irgendwie nochmal Bock, mich da oben mit den Wölfen anzulegen. So nur aus Langeweile irgendwie. Das ist ein Creeper, kein Bock. Nichts zu tun. Ist doof. Ist aber gleich durch. Blue Transposer. Noch eine Idee. So, und dann hier. Ja, einen Input machen. Dann irgendwie. Das geht irgendwie auch nicht. Dass man hier irgendwie von oben. Ja, komm, leck mich. Slimes. Von oben. Dann da was reingießt. Wow. Das funktioniert jetzt nicht ernsthaft. LOL. LOL. Alles klar. Er ist da jetzt nicht ernsthaft reingekippt. LOL. Ja, nice. Und warum geht das jetzt nicht? So, ja, wir müssen es ja sowieso auf das Glowstone draufkippen. Was aber gerade irgendwie auch nicht funktioniert. Jetzt bitte sag ich, das funktioniert irgendwie wieder nicht. Braucht ihr noch Strom? Passende Quelle. Hier noch zusätzlich. Ey, komm. Jetzt, das kann nicht euer Ernst sein. Das war doch hier Fluid Transposer. Glowstone. Und Blaze Powder. 200 MB. 4000 RF. Muss ich das jetzt verstehen? Irgendwie will mich dieses Modpack hier gerade die ganze Zeit durchgehend verarschen. Millibucket. Wir haben da 1000 Millibucket drin. 4000 RF, das kriegen wir auch zusammen. Was ist da drinne?
48.000 der Elf. Hä? Muss ich das jetzt irgendwie verstehen oder ist das einfach nur bescheuert? Ja, wow. Es funktioniert aber nicht. Was soll denn die Kacke? Den Eimer kann ich es auch nicht umfüllen. Was ist denn das für ein Müll? Mir das bitte mal jemand erklären. Verstehe ich nicht. Mich das auch nicht mehr abzubauen, weil sonst ist das Redstone. Ach komm, das ist eh nicht so wertvoll. Wahrscheinlich bleibt es dann aber trotzdem drin. Ne? Ja, nee, gut, ist weg. Das ist jetzt aber kacke. Dann müssen wir doch in Nether Blaze Powder farmen mit über Blazes. Oder über diese Pflanzen, die wir nicht kriegen in der Nähe. Außer ich packe jetzt mein Bett ein. Renn los und such eine Wüste. Das wäre jetzt noch die andere Möglichkeit. Und ich glaube, die Möglichkeit müssen wir wohl nehmen. Dazu bräuchte ich bloß noch genug zu essen. Ja, genug zu essen. Super, ne? Funktionieren diese Drying Racks. Wie auch immer die heißen. Ist die hier? Einbar. Alles klar, bekommt man nur eins jeweils raus. Ja. Das reicht erstmal, würde ich sagen. So. Dann können wir auch noch ein bisschen Zombiefleisch aufhängen. Warten, bis es zu irgendwas essbarem wird. Und währenddessen noch irgendwas anderes jagen, was hier noch so in der Gegend rumlatscht. Wie die Schweine hier zum Beispiel. Kann man schließlich auch aufessen. Ich würde jetzt... Nein, genau, da will ich dich nicht unten haben. Eigentlich nicht. Ja gut, du gibst nichts zu essen, das ist doof. Und ich bin sowieso irgendwie die ganze Zeit am Verhungern. Und wieder mal. Irgendwas Essbares findet man hier in der Gegend auch irgendwie nicht. Ja. Hat's noch Schweine? Aber sonst finde ich jetzt auch irgendwie gar nichts. Also die paar Schweine. Ich heule mich jetzt gleich wieder ein paar, zwei Wölfe an. Die irgendwie in der Gegend wohnen. Alles klar. Mit verkackt des Todes. So. Wie spät haben wir schon? Wieder irgendwie später als geplant.
Gut, dann gehe ich am besten wieder direkt nach Hause. Warte das Zeug einmal durch und am nächsten Morgen latsche ich dann los und suche irgendwo eine Wüste, weil ich habe irgendwie keinen Bock auf Blazes im Nether. Wenn ich noch so schlecht equipped bin. Macht irgendwie wenig Sinn, meiner Meinung nach. So. Ja, so. Das ist schön. Ja gut, das können wir eigentlich auch auf ein paar an. Ja doch, machen wir es mal so. Das war eigentlich Kohleverschwendung, aber why not? Kann man auch ab und zu mal machen. Geht's dafür halt schneller. Die Dinger gehen halt leider nicht schneller oder langsamer. So, stimmt, wir haben ja noch gar nicht Nacht. Ein bisschen nachdenken wäre auch ganz schlau. Ne? Alles schon durch. Die ganze schöne Kohle, alles umsonst verbraten. Da wir davon auch viel zu wenig haben. So. 19 Stück. Soll das mal reichen. Hoffe ich zumindest. Oh wow, da steckt schon wieder was fest. Neun Seared Bricks. Zwei neue Blöcke. So, und das Loch da unten, das stopfe ich mal wieder. Fällt mir jetzt irgendwie nicht so. Ah, stopp, das kommt nicht da rein, das kommt hier rein. So. Ist auch schon wieder Nacht. Dann kann ich jetzt mal demnächst schlafen. So, alle Öfen wieder aus. Ja, an Big Reactor mache ich mich dann auch noch irgendwann. Da müsste dann noch einiges an Kohle farmen. Aber ich glaube, da hole ich mir erstmal einen Atomic Disassembler, um dann richtig farmen zu können. Weil da habe ich jetzt irgendwie keinen so wirklich Bock drauf. Nicht so wirklich Bock drauf. Auch schnell schlafen gehen, bevor irgendwelche Monster spawnen, die uns danach die ganze Zeit im Weg rumrennen. Das wäre extrem doof. Ja. Ich würde jetzt einfach mal in die Richtung loslatschen. Weil da so am wenigsten komische Wälder, wo Wölfe drin sind und am wenigsten irgendwelche anderen komischen Sachen sind. Irgendwelche nervigen Biome, wie zum Beispiel Meere, wo man nicht weiterkommt, ohne Boot. Auch mal schauen, wo wir dann dabei rauskommen. Ja. Schafe schlachte ich auf jeden Fall auch noch ab. Wolle haben wir bei uns nicht. So. Dankeschön. So, und jetzt einfach mal auf geht's nach da hinten. Ah, ich hätte eine Spitzhacke mitnehmen können. Hätten wir Körper farmen können. Weiter war ich, als bis hier war ich auch bisher noch gar nicht. Aber wenn wir Glück haben, finden wir direkt da hinten irgendwie eine Wüste. Wäre aber schon irgendwie unwahrscheinlich. Gegen das Pferd. Ah, der ohne Sattel. Ah, die zu zähmen ist auch echt doof. Außerdem hat es hier wahrscheinlich auch kein Pferd mit Sattel in der Nähe. So. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Pferd mit... Alter, ich brauche jetzt unbedingt ein Pferd mit Sattel. Damit ich dann den Sattel abnehmen kann und das geflügelte Pferd... Geflügelte. Alles klar. Das geflügelte Pferd nehmen kann. Weil das wäre jetzt extrem geil. Das zu zähmen ist halt immer so ein kleines Problem. Weil die einen dann immer irgendwo hin befördern, so weit wie möglich nach oben. Ja.
es mich jetzt. Scheinbar. Jetzt muss ich bloß noch zurücklaufen. Den Sattel holen. Oh, da hinten ist ein Dungeon oder was ist das gerade? Da ist ein Dungeon. Ja, auch geil. Ich muss jetzt erstmal in die Richtung wieder zurück. Meinen Sattel holen. Und dann mir das geflügelte Pferd wieder schnicken. Ja, nice. Die habe ich doch die ganze Zeit gesucht. Das war's, was ich gebraucht habe. Ja, jetzt haben wir unendlich Essen. In Form von kleinen Säftchen. Die wir dann die ganze Zeit wegschlürfen können. So. Jetzt wird erstmal der Sattel geholt. Dann heißt's, auf geht's, Flugpferd. Dann wird er aber jetzt nur noch geflogen. Das ist ein Wisp-Spawner. Ja, eigentlich friedlich, wenn man sie nicht angreift. So tagsüber. Zumindest. Ich hab sie nachts noch nie gesehen an so einem Spawner. Wenn nicht, müssen wir sie halt töten. Aber da ist eine Truhe. Und deswegen latsche ich da jetzt mal hin. Mana-Stil. So, kommen wir überhaupt von hier? Das ist ein Scheiße. Wo komme ich denn? Ich hatte gerade in die komplett falsche Richtung. Genau nach da drüben muss ich. Reiß die Wand an. Erstmal verlaufen, ne? Das ist so richtig mein Niveau. Irgendwo hinlaufen, nicht mehr zurückfinden. Innerhalb von kürzester Zeit. Ne, das esse ich jetzt besser nicht. Sonst habe ich innerhalb von kürzester Zeit auch kein Essen mehr. Das soll mir anderthalb Herzen fehlen, lohnt sich das noch nicht. So. Aber jetzt hat der Farming-Gang hier oder der Spaziergang hier schon mal wenigstens etwas gebracht. Wir wissen, wo ein Dungeon steht. Also somit auch ein Dorf, weil die sind meistens in der Nähe von Dörfern. Und ich habe da auch gerade schon so ein paar Dächer von dem Dorf gesehen und wir haben geflügelte Pferde. Hoffe ich. Also, aber ich glaube nicht, dass die, bis wir wieder zurück sind, die spawned sind. Was für ein Baum. Nehme ich mal ein Stück mit. Es wäre natürlich geil, wenn wir den Dungeon schon mal irgendwie die erste Etage looten könnten. Das würde ich dann aber auch erst mit dem Atomic Disassembler machen. Da kann man sich dann schnell irgendwo in irgendwelche Wände einbuddeln, wenn es einem doch zu viel wird. Gefährlich. Dann geht das hier rumback. So. Lass mal nach Hause alles Wertvolle sichern. Lava sehen. Irgendwie, wenn man den Weg in die andere Richtung läuft, kommt er einem so richtig unbekannt vor. Als wäre ich irgendwie noch nie gewesen. So. Jetzt bloß nicht irgendwie noch verrecken an Fallschaden, weil ich in 1000 kleine Klippen runterspringe. So. Angekommen. Perfekt. Erstmal alles hier reinstopfen in die Kisten. Ah, ne, warte, das kann man eigentlich alles direkt da vorne auch in die Kiste reintun. So. So. Und so. Jetzt nehme ich mir einen Sattel. Jetzt nehme ich mir einen Sattel. Nicht schon so ein Pferd mit Sattel, dem ich dann den Sattel abgenommen habe? Oder vertue ich mich da scheinbar gerade? Da hinten hat es Pferde. Vielleicht hat es da hinten noch Pferde mit Sattel. Das wäre natürlich sehr schön. Weil ich bräuchte jetzt gerade einen Sattel. Mein Flugpferd, genau. Flugpferd.
Das sind aber nur diese Riesenpferde, mit denen man nichts anfangen kann. Oder ich zumindest nicht. Jo, okay. Das macht erstmal haufenweise Schaden. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Lasse ich mich erstmal wieder voll und renne weiter. Dann hat es in die Richtung hier irgendwas noch, was mich interessieren könnte. Oder ich gehe einfach mal zu dem Dorf und guck, was ich da alles looten kann. Das könnte vielleicht noch eine ganz schlaue Idee sein. Mit ein bisschen arg viel Glück haben die da sogar einen Sattel. Und in das Dungeon werde ich erstmal garantiert nicht reinrennen, außer vielleicht nach oben in die oberen Stockwerke, um da mal zu schauen, was da so drin liegt. Das hier verstehe ich nicht. Das sind Löcher, die gehen runter bis zum Bedrock. Einfach nur mit Wasser aufgefüllt. Schon in die Richtung, genau da hinten. Sehr schön. So. Mal hoch hier bitte. Chicken. Oder auch mehrere Chickens. Wow, ein Dorf und ein Dungeon. Dungeon sieht mal immer aus, schon aus 10 Kilometer Reichweite. Hier kommt man mal nie rein. So, nehmen wir jetzt alles mal mit. Pisten, das hat zwar keine Spitzhacke, aber ja. Ist zwar wahrscheinlich eh alles sinnlos, aber so, geil! Danke! Nehme ich natürlich gerne an, das Angebot. Artis Emeralds. Nur noch aufsammeln. Jetzt irgendwelche Bücher. Na gut. Die Bücher interessiere ich mich jetzt nicht gerade so sehr. Ist eine Bewässerungsanlage. Nice. Jetzt habe ich dir deinen Emerald geklaut. Da hat es, glaube ich, nichts drinne. Irgendwie scheint mir das Dorf jetzt doch nichts so Besonderes zu sein, oder kommt es so gut aus hier unten? Den Hammer nehme ich natürlich mal mit. Dankeschön. Perfekt. Hier, was haben wir in den Boxen drinne? Nehme ich natürlich auch alles gerne mit. So. Was haben wir in der Box hier drinne? Haben wir hier oben noch irgendwas? Nö, scheinbar nicht. Schon wieder Nacht. Soll ich mal schlafen gehen? So, das sind ganze Rolleblöcke. Sehr schön. Bevor hier irgendwas spawnt, schnell wieder Tag machen. Ja. Ich würde aber mal sagen, wir looten das Dorf in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Lasst krachen und tschüss.